hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hinton und mit Will, mein Star. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so... Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Und live im Video und umschalten. Genau, mit Sound. Es ist jetzt wieder laut. Aber weiß es nicht. Ah, jetzt. Genau, das ist die bessere Mischung. Das Intro war nur so laut. Ich experimentiere gerade noch mit meiner Technik. Moin. Grüezi Gott. Genau, Norbert ist auch schon da. Vielleicht sagt er auch was. Guten Tag. Genau, das war es dann auch schon von Norbert für den heutigen Abend, wie ich den Schlumpf kenne. Ja. Die Gesamtlautstärke, ich glaube, mein Mikro ist ein bisschen so, hat dann so einen kleinen Wackler. Ach, herrlich. Na, wie geht's euch? Also, ich glaube, ich rede eh mit Graf jetzt hier dann. Von Norbert wird da nicht so viel kommen. Was mit dem ganzen Rest? Wollen die alle nicht? Was? Das habe ich nicht mehr verstanden. Raus und rein? So, kann man mich jetzt wieder hören? Irgendwie spinnt das ein bisschen. Ja, ich höre dich schon. Manchmal liegt es wirklich an dieser, ja, an dieser Einstellung vom Audio, dass man... das Mikro, die Sprachaktivierung und das Mikro, die Mikrofonempfindlichkeit automatisch ermitteln, ist meistens das Richtige. Ja. Naja. Aber jetzt höre ich dich. Top. Genau. Hatte eigentlich heute jetzt jemand diesen großen Stream gesehen? Ich habe das Ende wohl gesehen. Das war schon genügend. Was bedeutet das? Ja, weiß nicht, wie soll man das sagen? Er hatte nicht so die große Ahnung und es war halt nicht so ein, also es war ja sowieso auf Englisch, aber das war ein Englisch mehr Denglisch als Englisch. Okay, wer war das? Kennen wir den? Nein, der hatte mit Jack and Fitch vorher nie irgendwie was am Hut. Alter. Also, hätten sie jetzt aber schon einen, aus der Szene fragen können. Ich habe schon gedacht, dass es irgendwie ein bekannterer YouTuber ist, der das schon längere Zeit begleitet. Wie krass ist das denn? Also irgend so eine Nase, der, den sie bezahlt haben, der ein bisschen Shakes and Fidget spielt, oder wie? Ja, der hat wohl irgendwie schon einen Account gehabt. Wie gesagt, ich habe auch nur das Ende gesehen und da hat dann noch jemanden hinzugefügt. Und der wusste nicht mal, wer Cotty ist. Also hier Jörg, unser Community Manager vom Forum. Ja. Oh, Utz hatte das. Dotz hatte das auch gestreamt. Und den, der noch dazu geholt hatte, der hatte auch mit SF nicht wirklich was zu tun. Das war dann auch ein Minecraft-YouTuber. Genau so macht man's. So macht man die Leute glücklich. Wow, oh Mann. Ey. Also, ich weiß jetzt nicht, wie schlecht Dorsas Englisch ist, aber weißt du, man hätte ja auch so jemanden nehmen können. Und es gibt ja auch polnische und tschechische YouTuber, die sind zum Teil haben noch viel größere Aufrufzahlen als jeder Deutsche. Vielleicht kann ja einer von denen Englisch. Das wäre vielleicht viel sinnvoller gewesen, da jemanden zu holen. Oh Mann. So, ich habe es fast befürchtet. Ich habe es mir nicht angeschaut, ich hatte keine Zeit. Aber so in die Richtung habe ich es fast befürchtet. Dass es sein oder, welche, oder welche halt vom Support oder so. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz... Das wäre lustig gewesen, genau. Einen der drei da zu sehen.
Ja, aber das Problem ist, dass ich habe manchmal das Gefühl, dass die ihr Spiel selbst nicht spielen oder es schon lange her ist. Mir dünkt, dass Holle nicht so viel Shakes and Fidget spielt, als ich ihn da mal gefragt habe, genau wegen meinen No-Dungeon-Charts, wo ich mir kurz überlegt habe, ob ich jetzt einen hier wegballere. Und zwar nicht komplett, sondern eigentlich nur bis zum Turm. Ich brauche einfach den Turm. Ich kann nicht mehr ohne Unterwelt, das geht nicht. Also wenn ich bis 500 spielen will ohne Unterwelt, ist Wahnsinn. Das ist praktisch ja, wie begangener Selbstmord in einem Spiel, wo es eigentlich um die Skills geht. So, ohne 100% Turm und ohne Goldgrube und all den ganzen Quatsch. Also das ist totaler Blödsinn. Aber das mache ich wahrscheinlich einfach mal so, wenn ich richtig Bock habe, außerhalb von irgendwelchen Streams. Ja. Zeichne es mal auf und dann veröffentliche ich das. Selbst Alexander hat im Forum über den Stream hergezogen. Ah, okay. Ja, und das muss halt schon was heißen, ne? Alexander. Da mal was zustimmt. Gegen irgendwas ist. Aber hallo, ja. So, alles klar, da weißt du Bescheid. Genau. Ah, hallo. Grüß dich, Markus. Jetzt muss ich doch auch mal wieder vorbeischauen in einem Video, ne, habe ich mir gedacht. Ja, aber hallo. Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Bisschen lauter, eher müssen mich die Leute immer leiser machen. Ja, ich bin noch am Rumfummeln. Also seit das geändert worden ist bei mir hier, ich habe so ein Windows-Update gemacht, das war keine schlaue Idee. Vor allem der Erste zu sein. Das merkt man daran, wenn dann nachträglich ganz viele, ganz schnelle Updates kommen, dann weißt du, das war zu früh. Dein Freund Windows, meinst du? Ja, genau. Ja, da kam so eine Meldung, wie von wegen, ihre Windows-Version wird nicht mehr lange unterstützt mit Updates. Sie brauchen eine neue Windows 10-Version. Das ist doch immer toll. Ja, also ich habe ehrlich gesagt, das muss man jetzt auch zugeben, ich habe mit Windows-Updates überhaupt kein Thema. Das heißt, die laufen in der Regel wirklich wie Hutze. Und deswegen hatte ich auch gedacht, oh, mach ich mal schnell, ja. Alter, bin ich in Schwitzen gekommen, weil ich musste nämlich dann noch am Computer arbeiten und dann ist wirklich so die Zeit ins Land gegangen und dachte, okay, jetzt müsste es langsam funktionieren. Dann war es nur eine Kleinigkeit, da war es ein Treiberproblem von dem Programm, mit dem ich arbeite, von dem Audioprogramm, das war Cubase. Aber dennoch, also erstmal ist alles anders, ja. Alles funktioniert nicht mehr. Discord, alles war umgestellt. Auf OBS war auch alles umgestellt. Die Quellen haben alle nicht mehr gestimmt. Also es war verrückt. Ja. Vor allem ja, die Audioquellen. Was jetzt auch verrückt war, ich habe jetzt gerade am Glücksrad gedreht. Auf S5. Nullmal Gold. Nullmal? Ja, 0 aus 20. Ja, das ist wenig. Ja, ich könnte mal ein bisschen Glücksrad-Action machen hier. Ich habe ja hier ein paar Coins. Ja, das Glücksrad, das lohnt schon sehr beim Gold-Event. Also. Ja, wenn bis Gold kommt halt. Bis zu 75 Millionen. Ich glaube, bis da ist Captain S5 frei vom normalen. Oder gibt's 25 Millionen Gold! Das ist ein, da ist Irrsinn, was du da reinkriegst. Nochmal! Oh, jetzt nur 70. Was soll denn das? Das ist gemein. Das ist nicht in Ordnung. Oh, ich mag keine Gegenstände. Bist du schon im Video, oder wie? Ja. Oh. Ja, ich bin aber auch sehr zufrieden, wie sich mein Chilichar entwickelt, mein kleiner. Ich bin auch sehr zufrieden mit deinem Chilichar. Ja. Für so einen Non-Pilz bist du ganz gut unterwegs. Ja, ich bin der Welt ganz schön auf den Fersen. Ja, ja. Ihr habt ja auch im Prinzip habt ihr gleich. Ich hab Pilze bekommen, sehr gut. Ihr habt ja im Prinzip gleichzeitig angefangen, ja? Ja. Also, sollte da nicht so viel Unterschied sein am Ende. Nach ja, 10 Jahren. Du musst halt bedenken, weil das ist halt Pilzerin, ey. Ich bin noch ein Pilzer. Warum habe ich jetzt 75 bekommen und vorhin waren es nur 70, irgendwas? Boah. Ja, weil mag. Der Pilzimmer mag. Ja, Norbert? Da, 67. Wer weiß es? Ja, das ist RNG. Ich glaube, da ist immer eine gewisse Spanne drin. Das ist wie wenn du Quests machst. Ja. So denke ich mir, ist es auch. Du kriegst ja auch nicht mehr exakt die gleiche Anzahl bei der Dings, wenn du leerst eine Zeitmaschine. Ja. Hast du auch immer eine Spanne drin. Ist ja auch, du kriegst ja auch nicht immer die gleiche EP-Anzahl, weißt du? Ja. Ja, ich mache halt hier momentan keine Dungeons, also eigentlich kann ich immer alles. Sparst du auch auf die Dungeon oder so wie? Ja, jetzt schon. Also jetzt mal warte ich auf jeden Fall bis 500 oder so mit dem. Ja, bis gerade.
Ja, das Gute ist ja eh jetzt, weil jetzt lohnt sich ja Dungeon sparen, weil ab 3,92, wenn du über ein Ding bist, über den 1,5 Milliarden, ja, ist es sinnvoll, Dungeons aufzuheben. Genau, so wie hier. So sehr sinnvoll. Ne, die muss ich jetzt echt malen, aber das werde ich in einem extra Video machen. Da werde ich mich, wenn ich so richtig Bock habe, ja, dann werde ich so ein Dreamscape eskaliert Video machen. Ja, richtig eskalieren ist es ja nicht, weil ich mache es wirklich nur bis zum Turm, den mache ich dann auch noch. Dann Unterwelt freischalten und Schluss. Wobei Unterwelt freischalten, wahrscheinlich warte ich sogar, bis dann der Key kommt. Also die Tage habe ich dann auch noch Zeit. dafür habe ich Glück beim Würfeln. Okay. Ja, warte, ich zeige euch gleich wieso. Mach ganz kurz die Aufnahme an. Ja, hier seht ihr meine neuen Free-to-Play-Pilze. Da musst du kurz auf mich warten, weil da muss ich ja mitmachen. Achso, ja, gut. Sonst sieht's ja keiner. Noch sehe ich nichts hier. Ja, ich muss es erstmal. Wo haben wir's denn? Bildschirm damals. Sind gespannt. Okay, warte mal, das ist live. Noch nicht. Stream anschauen. Dann glaube ich, muss ich mittlerweile auf Vollbild gehen, damit ich dann hier auf Discord stream. Oh ja. Ja, das bekomme ich eigentlich hier auf S5 tatsächlich relativ häufig, so ein 5er Sanduhrenkniffel. Echt? Jo. Ich habe das ganz selten. Also gerade Sanduhren finde ich ganz gut. Ja, weil Player sagt, ja, der hat schon so viel Sanduhren, der hat schon über 10.000. Nee, gehen wir noch mehr, um ihn zu ärgern. Player-Logik. Ja, das war schon. Und hier sieht man meine neuen Free-to-Play-Pilze. Ich habe wieder fleißig Pilze gefunden. Da hast du halt ganz viel Glück im Glücksrad, oder? Mit den und bei jeder Quest, weißt du, also ja. Das ist... Unser Free-to-Play-Spieler. Ja, das ist gut. Ich krieg meistens bei den anderen Accounts, die ich sitte, kriege ich relativ viel Zeug. Aber bei meinem eigenen, da schaut es oft schlecht aus. Ja, du bist auf der schwarzen Liste bei Blei, weißt du. Ich glaube auch, ja. Zuschauen beenden, finde ich gut. Dann ist man sofort auch komplett in der anderen. Oh Mann. Vollbild beenden, das ist eine gute Idee. Genau. Ja, Strider macht halt richtig Power immer beim Gold-Event, was ich sehe. Also im Schnitt jeden Tag so 2 Millionen Lebenspunkte, die er dazu generiert als Kundi. So krass. Ja, was willst du mehr? 100 Termine, ne? Und dann 50% noch mehr. Ja, das ist genau sein Ding, ist das. Genau. Ja, das würde der erste Spieler sein, der dann über 200.000 Hauptattribut und über 200.000 Ausdauer hat. Ja, aber ich habe Glück beim Gold-Event, scheinbar jetzt. Aber jetzt habe ich es beschrien. Schau mal. Ja, aber das ist schon krass. Weil das einmal kommt, ist ja klar. Aber habt ihr gesehen, wie wenig Gold ich da kriege? Bei dem blöden Char hier. Ich weiß ja nicht mal, gibt es überhaupt einen Goldcap beim Glücksrad? Ich meine schon, weil es gibt ja auch, wenn es kein Ding ist, kriegst du maximal 15 Millionen raus, ne? So viel ich weiß. Ja. Dann müsste es logischerweise mal 5 sein, also 75 das Cap. Aber das ist verrückt. Also es ist einfach diese Chars, ich mache sie echt so kaputt. Bis 400 ist noch lustig, aber danach ist echt totaler Blödsinn. Das Gute ist noch, dass man auf alten Server spielt, dass man selbst mit so einem Char tatsächlich noch was reißt, einfach nur, weil man Tränke hat. So. Der kriegt nur 18. Das ist so elendig. Das war eh durch Zufall. Ich habe gestern Nacht den auch Jan gelegt, einfach im Frühteil, habe ich mal so drauf geklopft. Ja, weil es lustige war, ich habe zweimal geblättert im Laden und dann kam eine Epic-Waffe, so ein Dämonenschwert. Ja. Dann habe ich einen Dungeon gelegt. Ja, dann habe ich meine jetzige Epic-Waffe gezogen, so. Okay, haben wir gedacht, passt. Läuft. Ja, und ich bin immer noch ganz stolz auf meinen Stufe 0er Steinbruch, ja. Das ist so krass. Ja, also aber meine Festung baut schon auf 15 aus. Also die Welt ist eh schon immer ganz überfragt, wie ich das mache. Verrückt. Achso, ja, das würde ich auch gerne wissen, ehrlich gesagt. Das liegt sicher nicht an deinem Steinbruch. Ja, doch, das ist Skill. Oh Mann. Ich habe hier echt noch das kleine, habt ihr das gesehen? Ich habe hier echt noch das kleine Glücksrad. Das mit. Ja, ja, genau. Deswegen war es auch vorhin so wenig Gold. Jetzt bin ich wieder vor. Ich hasse diesen Rucksack. Oh Mann. Ja, jetzt kannst du dein Inventar ja ausbauen. Nee. Ja, das ist der einzige Vorteil, ja? Dass man dann ab und zu mal Hexen-Event spielen kann. So.
Aber das können ja alle anderen auch, also das ist das Problem. Aber was ich auch so krass finde, ist dieses Seelen-Event, also auf Chile. Ja. Da habe ich jetzt mittlerweile schon wieder fast 9 Millionen Seelen, also. Und meine Herz baut schon auf 12, also ich konnte bis jetzt immer durchbauen. Ich habe das quasi ökonomisch gespielt, also ich habe quasi, solange es ging, immer Herzextraktor ja. gezogen, und wenn das dann zu teuer wurde, habe ich halt angefangen, ja, halt Wächter war logischerweise, musste ein bisschen hochziehen mit am Anfang, dass du halt einfach was schaffst. Ja. Und dann habe ich halt dann so nach und nach Gladiator-Trainer gebaut, Folterkammer, Zeitmaschine und dann halt Goldgrube am Ende jetzt, weil das im Verhältnis dann halt sehr günstig ist, weil eben deine Main-Gebäude schon so hoch sind, so dass ich nie einen Leerlauf drin hatte. Das hört sich schlau an. Ja. Der Dings läuft auch gut, Festung, also gleich aber massiven Holzüberschuss, komischerweise. Ich weiß nicht wieso. Aber wirst du nicht, wirst du wirklich angegriffen oder bist du nicht ständig aus dem Teilschutz draußen? Es ist 50-50, also es gibt Tage, bin ich aus dem Teilschutz draußen. Ja. Und gibt es halt Tage, da werde ich wieder angegriffen. Wer war denn das, der mir so viel. Ja, Dings hat mich angegriffen, von Chavas, dieser Psychon. Der hat mir 712.000 Holz gezockt und 112.000 Stein. Autsch. Ja. No. Also ich kann aktuell alles durchziehen. Also ich bin eh froh, weil Festbau jetzt auf 15 ist, dann muss ich Akku noch auf 15 nachziehen und dann kann ich die Festung auf 20 durchdrücken. Das werde ich dann so machen, da werde ich tatsächlich dann nicht Ritterhalle mit ausbauen, sondern die ziehe ich dann en bloc nach. Dass ich einfach gewährleisten kann, dass ich durchbauen kann, weißt du. No. Das ist so der Plan. Also ich brauche ehrlich gesagt hier nicht so viel Gold. Ich bin ja eh zu spät dran. Ich bin da eher sanduhrengeil. Obwohl jetzt bei der Gelegenheit. Hast du auch das Gefühl, dass du, wenn du etwas Bestimmtes anwendest, ganz konsequent auf etwas gehst, dass das dann eher das kommt? Nö, eher das Gegenteil. Dann kommt das recht nicht. Aber ja, gut, du bist ja noch ein Pilzer. Also ich mag ja Player nicht. Ich finanziere ja dein Spiel. Also von daher. Ja. Nee, aber was tatsächlich, wo ich gleich sehr loben muss, ist also, das, wie sie das gemanagt haben, es hat jetzt auf alle Fälle mit den neuen Events das Spiel weniger zeitintensiv gemacht, finde ich. Einfach, weil du halt viel mehr Möglichkeiten hast, an Sanduhren zu kommen. Ja. So nebenbei weißt. Also ja. Es ist klar, sicher, wenn du nur Sanduhren durchdrückst, gerade im Heimbereich, dann gehen dir die Sanduhren auch aus. Wenn du nicht Pilz beim Epic-Event oder so auf Sanduhren weißt, oder wenn das mal 10 Event ist für Sanduhren. Ja. Ganz konsequent, was ich hier mache. Ja, also es ist eine sinnvolle Lösung. Mich wundert sie, weil wenn man es genau nimmt, ist es eher ein userfreundliches Update gewesen, weil es sorgt eigentlich eher dafür, dass quasi Leute, die wenig Zeit haben, weniger Pilze ausgeben fürs Überspringen, weißt. Das haben sie aber in letzter Zeit häufiger gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich finde das sehr gut, was sie mit dem Epic-Event gemacht haben. Also, dass du da 6 freie Epics kriegst, also... Ja. Und es ist tatsächlich nicht nur Schrott dabei, also es kommen auch Epics mit Sockel, die sogar Dreier sind, also. Ich liege ja hier gerade meine Goldgier. Ich habe hier, obwohl ich nicht durchbauen kann, wirklich, ich wollte gerade sagen, geopfert. Ich bin noch total im Arena-Manager-Fieber. Naja, da muss ich ja auch sagen, und da hatte ich heute auch tatsächlich Glück, weil ich habe heute meinen 4. Boost bekommen, also quasi den streuenden Monster-Speed-Boost, der mir noch gefehlt hat. Jetzt habe ich quasi Doppelboost Monster und WC. Das ist, und damit kommt man recht weit, ja. Ich bin ja immer noch. Ja? Ich bin jetzt auch schon im zweistelligen Octillion-Bereich, also. Und ich habe es ja auch geschafft, Well davon zu überzeugen, sich ein Farm-Equipment zuzulegen. Hat viel Arbeit gekostet, weil. Wow. Sie sieht halt dann nicht mehr schön aus, weißt du jetzt schon. Aber das Ding, das habe ich ja auch eingeredet auf S15, ja. Da hat sie nämlich auch nicht maximales Farm-Equipment gehabt. Nur zwar ein paar Prozente beim Gold, habe ich gesagt, das geht doch nicht. Ja, ja. Ja, bei Gold ist bei ihr wirklich so, auf S15 ist es ein bisschen anders, andere Geschichte, also weil ihr einfach immer das Goldcap kratzt. Ja, ja, aber also, du kriegst dann nicht, wenn du nicht 15%, ja, genau. Du kriegst ja nicht die 16,5. Aber so. Wenn ich dir sage, wie selten die Stadtwache drin hat, auf S15 kriegst du eh die Krise. So. Ah. Ich hab sie nie drin. Oh Mann.
Ja, wir verstehen uns da in der Hinsicht, weißt du. Ja, wie selten. Also das ist aber, das ist das Psychoterror, das muss man ganz ehrlich sagen. Also diese Goldgrube abholen, ja, das ist Wahnsinn. Ja, weil ja, da arbeiten sie ja an einer Lösung. Player, ja. Sagen sie. Also ich finde es ja auch gut, weil man kann doch nicht Spieler dafür bestrafen, dass sie jahrelang dem Spiel die Treue gehalten haben und effektiv gespielt haben. Ja. Ich weiß, dass das Strider tatsächlich so bekloppt sein soll, gerade beim Gold-Event, dass er da wirklich sich den Wecker stellt, dass er nichts verpasst, das weiß ich von Dorza. Mhm. Ja, man sieht es ja auch an seinem Stats, also dem seine Stats gehen aktuell jeden Tag um mindestens 500 nach oben. Ja, ja, krass. Klar. Das ist, aber der ist halt, genau, da geht's halt hier um die Ehrenhalle. Jo. Aber war das jetzt Zufall oder war Egos S15 Char schon besser als Strider? Nein. Strider, also man muss es so sehen, also so wie ich das weiß. Strider hat ja quasi eine Liste doch erstellt, die aktualisiert immer, was die Skillpunkte betrifft. Ja. Die Skillpunkte, so viel ich weiß, haben ja bei ihm nur quasi die Basis-Skillpunkte beinhaltet. Ja. Und nicht quasi mit Equipment und so, weißt. Ist zumindest mein Kenntnisstand. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich möchte jetzt da nichts Festes sagen, aber so meint sich. Also so stand aktuell, wenn man die Grundwerte vergleicht, also quasi Haupt- und Nebenattribut, müsste Strider der bestgeskillteste Char. Ja. Weil ich kann ganz einfach sagen gleich, weil ich bin eh auf S5 mit, also Sif in der Gilde, der laut Strider ja bestgeskillteste Spieler. Mhm. Wenn ich gucke, dem seine Main-Attribute sind ja 238.000 und 152.000. Sagen wir 239 und 152. Macht dann nach Adam Riese. Wahrscheinlich einen Rechner befragen, das sind. Da, das ist die Realität der Coinsammler. Es kommt gar nichts. Also immer er hat leere schwarze Kisten. Ja, er hat quasi in Summe 391.000 Skillpunkte auf Main und Ausdauer. Und wenn ich jetzt gucke, Strider. Strider ist bei Main. Ah, ist doch tatsächlich noch so. Na, siehst du, gut, dass ich geguckt habe. Strider ist bei 375. Ja, okay. Ja, also ist doch so noch. Aber er holt auf, also. Na, ist ja logisch, ne? 100er Goldgrube hat der Sif nicht. Also der hat irgendwo, glaube ich, um diese Ende 60 um. Ja, also gibt er eh nur zwei Spieler, oder? Gibt's sogar, oder ist sogar nur Strider? Ich glaube, es gibt zwei Spieler, oder? Es gibt noch einen zweiten. Und der zweite ist, glaube ich, auf dem internationalen Welt, in Anfang schon relativ neuen Welt unterwegs. Hat mal, glaube ich, Davalon gesagt, ne? Wenn mich ja, alles aber es ist halt auch, ja, also da habe ich gemerkt, ja, einerseits und andererseits, also ich könnte jetzt hier nicht durchskippen. Ich habe jetzt praktisch für das Gold-Event gesagt, okay, alles klar, also das mache ich jetzt lieber vorm Gold-Event und dann lasse ich vielleicht mal die nächste 14 Tage durchlaufen, weil mir war es nur wichtig, dass ich jetzt endlich an dem Punkt bin, dass ich ausbauen kann und Gold farmen kann, ja. Und das vorm Gold-Event fand ich jetzt ganz nett. Das ist aber auch nicht so wahnsinnig viel. Bei dem Level kriegst du dann nicht so viel. Oder? Noch nicht, aber das baut sich. Das ist ja auch exponentiell, wie das wächst. Also. Ja, ja, genau, genau. Ich möchte jetzt nicht wissen, was Dr. Dame mit seinen Stufe 609er Krieger bekommt. Oder also mittlerweile schon 610, ich weiß es nicht. Ja. Ja, bei mir ist so, mir fehlt jetzt noch quasi. In 5 Stunden ist bei mir auf S5 der Trolltag da 14 fertig. Heißt, die muss ich ja noch eine Stufe dann hochziehen und dann noch 3 Stufen Koppling-Gruhe. Ja. Weil Unterwelt kannst du erst ausbauen, wenn du alles ausgebaut hast. Was ich auch gut finde, weil es wollten sie auch erst wie in der Oberwelt zu machen, dass nur das Hauptgebäude ausgebaut sein muss. Aber da hat dann auch die Community gesagt, nö, wollen wir nicht. Finde ich auch gut so, weil die anderen haben es ausgebaut und ja, dann wird es wieder quasi entschärft. Ich fand das auch nicht gut, als sie das damals mit dem Turm gemacht haben, dass das keine Skillpunkte mehr kostet. Also. Mhm. Ah, kein Gold mehr. Achso, ja, verstehe. Das fand ich aber gut, ehrlich gesagt. Und zwar für die tatsächlich, weil es eigentlich irrelevant ist für die alten Server, ist, weil das war nicht so teuer. Bei den neuen Servern sind die Chars dadurch noch krasser unterschiedlicher. Also ein Berserker, der dann am dritten Tag mit 230 da Gold farmt, ja. Natürlich mitten noch im Gold-Event, am besten noch irgendwie so ein 5-Tage-5-fach-Event. Es ist ja, glaube ich, immer. Es ist ja. Oder es wird ja, jetzt ja nicht.
Die starten immer mit fünffach Event, aber es ist halt oft so, dass es halt am dieses Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag ist wieder normal. Aber wenn dann Ostern oder in so einem besonderen mit Legi-Dungeon genau, Feiertag, dann ist so Serverstarts unfassbar krass. Und wenn dann die Chars, jetzt kommt Battle Mage oder so, der einfach nicht so schnell leveln kann, super klasse im Endgame, aber halt eben am Anfang ein bisschen unterperformt in den Dungeons, wenn der dann auch noch die Turmetagen hochziehen muss mit Gold, das ist echt übel. Ja? Da kann er sich überlegen, skillig oder packe ich ein bisschen was in meinen Turm? Ja? Ja, man muss ja auch sagen, ich bin ja gespannt, was jetzt dann wird, wenn eben Serverstart ist und die neuen Events laufen, ja, weißt. Hatten wir ja schon auf W47 und da war eben auch was sehr Interessantes. Da war auch dieses 5-Minuten-Event drin, also dass man in Soldatenausbildung 5 Minuten, was natürlich die Festungspartnerschaften mit den Festungsbauern ist unfassbar, was das bedeutet. Klar, man hat 48 Stunden diese Bremse drin, aber irgendwann am Sonntag hat man das dann und dann geht es so richtig ab. Ja. Das merkt man, ja. Und vor allem hat man viel zu tun, so, weil die ganze Zeit fertig sind, die Dinger. Weil das ist halt die nächste Geschichte, wenn du eh schon kaum zum Schlafen gekommen bist, an so einem Serverstart, und dann sind deine Soldaten auch noch, du kannst ja nicht die Kaserne komplett ausgebaut haben, die hast du vielleicht auf, keine Ahnung, früher hast du vielleicht mal 5 gehabt, dann hast dich halt dann alle, was ist das dann? 15 Minuten. Ja, naja, hat es mehr Soldaten, ich weiß es gar nicht. Ja. Sind es 15 Soldaten, 150 Minuten, irgendwie so. Also es ist irgendwie nur 3 Stunden oder so und das ist echt übel, weil du dann über Nacht das ja auch so durchlaufen lassen musst mit deinem Festungspartner. Also das ist echt Psychoterror. ich komm gleich wieder, ich hole mir nur kurz was zu trinken. Ja, weil das weiß ich doch. Das war das Schlimmste eigentlich, dass man sich da den Wecker stellen musste für den Festungspartner. Wenn man es ganz legal spielt, natürlich spielen wir alle ganz legal, dann hat man natürlich das Passwort des Festungspartners nicht und alle beiden müssen wach sein. Ja? Das ist super genial. Also, ja. Ja, die neuen Events beschleunigen auf jeden Fall so einen Serverstart von den Level und von den auch von der Festung her immens, und das wird man auf jeden Fall auch bei W50 merken. Ja. Ja, klar. Das ist sowieso. Ich habe das schon alles ein bisschen einberechnet, wie das dann läuft, aber es ist klar. Also gerade diese 5-Minuten-Soldaten-Dinger, die, wenn du da wirklich einen Festungsrekord spielen wolltest, den hast du ja sowieso, das ist ja das Nächste. Wenn das Spiel sich so krass ändert, dann fallen ja die Rekorde automatisch. Ja? Das ist halt praktisch früheste 15er Ritterhalle. Darum geht es ja, dass die ersten schwarzen Steine kommen können. Dann ändert sich halt natürlich das Extrem. Und dann ist es auch keine so große Kunst mehr, sozusagen. Ja? Das ist so der kleine Nachteil. Ja? Aber ich habe schon die Auswertung relativ weit. Wo bin ich jetzt gerade? Weiß, was man mit dem Ausbau 11-11 an Sammlern bekommt von seinem Festungspartner. Und dadurch kann man ja immer errechnen, was man wie schnell an Material hat. Weil auch wenn die Events natürlich viel ausmachen, aber die sind ja nicht 2 Wochen lang. Danach ist man ja normalerweise ab Montag ja wieder im normalen Turnus. Und wenn man das weiß, ist es ganz, ganz praktisch. Im Prinzip ist viel wichtiger, was am zweiten Wochenende ist, weil das ist sehr zufällig, weil ja die Events so ein bisschen durchlaufen und dann weiß ich gar nicht, jetzt laufen aber diese Zweit-Events relativ parallel oder ist es jetzt schon so, dass die sich, dass die dagegen rotieren? Ich habe das gar nicht verfolgt jetzt. Weißt du das? Die hatten auf jeden Fall mal in der Rede jetzt im Forum, dass sie das jetzt mal überdenken wollen und überarbeiten, also nochmal ein paar Events. Mhm. Aber so ganz hatte ich das auch nicht mitgekriegt. Ja. Aber du musst mal überlegen, wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass dann diese 5-fach Gold-Sache da mit im Serverstart ist. Ne? Du kaufst dann das Paket
kriegst dann schon mal als Low-Level 1000 Gold, was ja schon sehr viel ist. Plus, du kannst im Glücksrad da fünffach Gold bekommen. Das ist von den Skillpunkten und auch für die Gilde schon sehr, sehr viel Unterschied im Gegensatz zu anderen Server-Starts, die jetzt vor kurzem noch waren. Ja, aber wie gesagt, das ist klar, da fallen halt diese Alt-Rekorde ein bisschen. Das war aber immer so. Wenn das Spiel hat sich immer verändert und ein Arena-Manager hat immensen Auswirkungen gehabt auf den Schaden der Chars und dann ist auch wieder alles neu gewesen. Das wird auch weiterhin so sein. Gut, irgendwann, das wissen wir leider auch, sind Games auch kaputt abgedatet. Da muss man sehr aufpassen, was man da macht. Stärker, höher, weiter ist irgendwann richtig langweilig. Aber noch, finde ich, machen sie das ganz gut. Ja? Vor allem, klar, wenn sie so ganz komplett neue Tools reinbauen. Gut, Arena Manager, da kann man definitiv geteilter Meinung drüber sein. Also meiner Meinung nach passt er nicht ins Spiel. Ich mag ihn trotzdem. Aber Festung und Unterwelt haben das Spiel zwar tiefer gemacht, aber haben ihm auch ein bisschen mehr Unterhaltungswert gegeben, finde ich. Ich bin auch so. Ja, was? Ich rede und hab das Mikrofon nicht gemutet. Weil du nicht wolltest, dass man deine Toilettenspielung hört. Nein, ich habe mir tatsächlich einen Cola geholt. Ja. Warum mutest du dann dein Mikro? Man weiß es nicht. Ja, damit man das Zischen nicht hört. damit man dich nicht durch die Wohnung stolpern hört. So als Single-Kerl so. Oh, what's up? Ich müsste nach 5 Monaten mal wieder aufräumen. Das ist aktuell. Ja, wirklich, ich bin mir gehumpelt, weil ich habe ja heute wieder mein Langstreckentraining gehabt. Das ist super verrückter. Ja, ich bin heute habe ich einen 4 Stunden Dauerlauf gemacht im bergigen Gelände. 37 Kilometer. Ja, da ging es vorwärts. Ja, aktuell laufe ich ja jeden Samstag so 35 bis 45 Kilometer. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich bin verrückt, ja, das stimmt, das sagt mir jeder, also. Hättest halt was Richtiges gelernt. Ja, jetzt hat aber man merkt auch, daran merkt man auch ein bisschen, dass du Single bist, wenn man das ganz ehrlich hier mal liegen darf. Ja. Also so am Wochenende, weiß ich nicht, also da musst du schon eine Joggermaus finden, die dann auch so drauf ist, dann könntest da echt auch erfolgreich sein. Abgesehen davon müsste da schon längst jemand am Start sein, oder? Du lernst doch da richtig viele Leute kennen. Du bist doch da wirklich im Training und mit anderen Leuten im Kontakt, oder? Ja, aktuell nicht seit über einem Jahr, weißt du, Corona okay. Und so. Oh. Ja, und das Problem ist, so verrückt sind die meisten. Ich weiß, die sagen, ja, Marathon noch okay, aber ich mag ja am Ultramarathon teilnehmen, der hat ja 70 Kilometer und über 3000 Höhenmeter. Wir haben alle erst einen Dachschaden. Ohne mich. Heiligsblechle. Ja, übrigens ganz, ganz liebe Grüße an den Chat, gerade hier so Viper ja. Und Mondbus, genau. Und Buli, Palini, genau. Ihr seid dabei. Ja, ich muss das wieder einrichten, dass das alles funktioniert, weil manche Sachen funktionieren einfach nicht mehr. So schöne Alarmsachen und so. Ich kriege hier Sachen gespendet, muss dann persönlich nochmal per E-Mail angeschrieben werden, ob ich die Spende bekommen habe. Total peinlich. Weil es eigentlich normalerweise in Streams so einen richtigen Alarm gibt. Ja, und ich hatte das mal eingerichtet, aber es funktioniert alles nicht mehr. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Verbindung zwischen Twitch und diesem Service, die muss ich, glaube ich, erneuern. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo das war. Das ist nicht mein Tagesgeschäft, sozusagen hier. Der Großstreamer zu sein. Ja, in dem Fall bitte ich das zu verzeihen. Aber ja. Dream, du wirst lachen, Dream. Weil ich ja gerade auch was gelesen habe heute im Twitch von neuer Legi Dungeon. Mhm. Ich bin ja schon fleißig am Free-to-Play-Pilze farben für Weihnachten und so weiter. Da möchte ich ja dann mein S5-Char hochrüsten. Weil ich habe ja meine Begleiter schon komplett ausgeschlachtet. Was Epics betrifft, ich mache das nämlich dann so, ich werde dann den Legi-Dungeon durchspielen, öfters. Ja. Der Plan ist, dass halt ich mich Full Legendary mache und die ganzen Epics, die ich da ja nachgeworfen bekomme, die gebe ich dann meinen Begleitern. Ja.
Das ist so der Clou. Und da werde ich dann auch die Dungeons so machen, die ich mir aufgespart habe. Und ich habe noch einiges offen. Also ich habe auf S5 noch über 300 Wirbeletagen offen und ich glaube nur irgendwie 180 Dungeons in Summe. Ja, aber natürlich so. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich Schattenwelt Olymp clearen werde. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo man sich disziplinieren muss, wenn man, dass man hier nichts mehr ausrüstet. Ja? Wenn man einfach keine Dungeons macht, dann braucht man überhaupt keine Steine ausrüsten, alles verkaufen. Ja? Alles ist Gold. Ich kann ja aktuell eh nichts machen, einfach aus dem Grund, weil meine Mine ziehe ich gerade auf 25 da durch. Ja. Und es dauert. Also was ich jetzt gerade mal schnell machen kann, ist das ja genau. Weil die sind schon lange. Ich habe aber jetzt, das ist jetzt zum Beispiel der S15-Char, für den sammle ich nicht mal Epics, um sie in die Toilette zu schmeißen, weil irgendwann hat der auch so seine. Aura 66. Seine 66 und die kosten halt jetzt immer nur so, ja, wenn ich Glück habe hier zum Beispiel, ja, da kann ich den zum Beispiel mal nehmen. Also ich glaube, ich habe noch eins, habe ich noch rumliegen, ja, dann nehme ich das nochmal. Aber ansonsten sind die günstigen natürlich besser. Also vor allem extra sich Epics kaufen, um die dann in die Toilette zu schmeißen, das ist halt völlig sinnlos. Ja? Auf so einem Aufhol-Char, ja, Blödsinn. Ja? Genauso wie es Blödsinn ist, faktisch viel zu schnell hier auf Arena Manager 60% Schaden zu machen. Das ist auch ein totaler Blödsinn. Deswegen hast du es ja auch nur auf jedem Server gemacht, ne? Ja, genau. Also konsequent durchgehender Blödsinn. Ne? Und das Geile ist, obwohl ich sie auch schon lange habe, haben die zum Teil noch nicht mal die Maximum-Waffen. Ne? Ja. So, das ist konsequent. Ja. Ja, ich hab tatsächlich auch noch eine Sparte drin. Ich war letztens erschrocken, dass ich ein, also das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich ein Gold-Epic, also ein Epic gefunden habe. Mit 46% nur das. Sonst waren das immer 50er. Aber ich gesagt, okay, ich muss noch ein bisschen weiterziehen. Ja. Mann, so ein krass. Handschuh. Jetzt habe ich hier so viel Zeug drin, habe noch einen Handschuh. Für die Hexe. So ein Quatsch. Wobei ich ja sagen muss, ich bin aktuell eh sehr happy. Weil das ist bei Office 5 für mich jetzt auch das erste Gold-Event, wo ich quasi sozusagen Hybrid spielen muss. Mhm. Quasi wegen Goldcap, wo es sich das bemerkbar macht. Weil ich bin ja konsequenter EP-Spieler, also auch im Gold-Event. Weil ich gehe mit der Devise ran. Früher oder später muss ich sowieso rein auf Gold gehen. Stand aktuell vom Spiel her. Ja. Aber solange ich noch die Chance habe, möglichst viel EP zu verdienen, ohne an das Gold-Cap zu geraten, mache ich das. Ja, genau, genau. Mhm. Weil es ist ja nach wie vor so, je höher dein Level ist, desto mehr Skillpunkte generierst du am Ende des Tages. Ja, absolut. Deswegen machen auch die 5 plus Gegenstände auch immer recht viel Sinn. Ne? Ja. Alles zählt, jedes Detail. Und im Endeffekt ist dann doch egal, was ihr macht. So, Hauptsache zieht durch. Das ist eigentlich die. Also, Val ist wirklich der beste Beweis dafür. Also, das ist jetzt wirklich nicht, dass sie jetzt irgendwie auf S15 alles richtig gemacht hat. Gar nicht. Die hat auch viel zu tun. Also, das ist jetzt. Sie ist halt keine Hardcore-Gamerin. Sie hat einfach durchgezogen. Und dadurch jetzt einfach mal. Ja, die spielt sie halt einfach nochmal die Nummer 1 hier auf S15. Ja, bumm, da ist sie. Mit freundlicher Unterstützung von Ego. Ja, klar, aber. Also, es hätte ja auch sein können, dass da noch der ein oder andere Char da ist. Ja? Wobei, man darf den Saiko. Den, ja, zum Beispiel, der hätte auch aufgehört und jetzt wieder angefangen, völlig sinnlos. Eigentlich auch nur wegen der Welt. Saiko hier, der könnte zum Beispiel auch noch einiges reißen. Also mit dem könnte sie Ärger kriegen langfristig, das Mädel. Aber Arena Manager hat auch nicht so richtig Bock. So. Ja, und vor allem die Tränke sind auch süß, ja, also einfach scheißegal. Man muss vielleicht Welt noch sagen, dass sie sich nicht in der internationalen Ehrenrangliste nach unten kämpfen, sondern nach oben. Ja, weil sie hat wirklich gestartet auf 2. Ja, und sie arbeitet kontinuierlich weiter nach unten. Jetzt, schau mal, sie hat so viel von deinen Videos geguckt, wie du dich immer sonst nach unten gekämpft hast in der normalen Ehrenhalle. Damit du wieder Gold farmen kannst, muss man mir mal erklären, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert in der internationalen. Ja, das ist aber echt gemein hier, das ist auch oft ja, so, muss, man muss sich wieder aufpassen, weil die guckt sich ja das Video an, dann kriege ich wieder Mecker. Die guckt sich das wirklich an, ja. Ja, ich weiß schon, das hat sie mir schon mal in den Kopf geschmissen. Da hat also auch so ein. Gut, der ist ja 572 auch, das da war mal 160.000 und 150.000. 152.000, 95.000, war. Ja. Da kann man mal den First Hit
tatsächlich beim First Hit sterben. Das ist easy. Ja, mal schauen. Und sie hat natürlich einen Vorteil, wenn sie wirklich da irgendwann mal rausrutscht, dann ist auch wieder egal. Ne? Weil da unten ist echt wurscht, was da passiert. Da schaut eh keiner nach. Nur die Spieler wahrscheinlich, die es interessiert, die da selbst spielen. Ne? Aber interessant, dass man runterscrollt und dann findet man 585er. Was macht denn der Kerl falsch? Weiß man auch nicht. Ja, Dream, du bist ja auch bald in der Ehrenhalle da vertreten, in der Internationalen. Also auf Chile, meinst du das? Ja, ja, genau. Ich glaube, das bin ich mir nicht sicher. Also müsste ich schon... Dauert zwar noch ein bisschen, aber die Chancen stehen nicht schlecht. Da müsste ich echt eskalieren noch. Das überlege ich mir noch, ob ich das Tempo da weitermache, ja. Bin auf einem vernünftigen Weg, der Gilde gut zu helfen. So, das ist. Ja. Ich muss ja Magier töten. Ne? Das heißt, ich kann jetzt zwar sagen, ich mache gerade keine Dungeons, aber im Prinzip mache ich wirklich Dungeons. Ja? Ich muss ja einfach Magier hier töten. Und damit ihr einfach mal seht, ich glaube, habe ich den abgespeichert? Nein, habe ich nicht abgespeichert. Wo haben wir den verloren? Was Gildenraid? Wo bin ich denn? Falscher Server. Ah, doch, der ist noch da. Wenn ihr mal seht, was hier los ist, abgesehen davon war der New... deswegen haben wir verloren. Necromancer war nicht angemeldet. Das ist alles Problem. Ja, der ist eh mehr oder weniger inaktiv. Ja. Ich glaube, und auch der über ihn steht, der Dings, ne? Das Genati, oder wie sich der schon... Ja, ich muss wieder gucken, weil es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass wir bei den Gipfelstürmern rotieren und dann sind die Spieler mal da, mal nicht da. Genau. Weil seht ihr, jetzt kommen, also da fehlen noch viele Spieler von uns, ja? Aber das ist schon ziemlich gemein, was jetzt hier zum Teil passiert. Das geht noch. Ja, das ist relativ fair. Den kann man doch ordentlich was wegziehen. Ja, aber die Gilde von uns ist auf einem sehr guten Weg. Also ja, früher, später wird man die Monster haben. Ja, ist ja jetzt schon. Ich finde es immer noch witzig, dass die jetzt immer noch angreifen. Entweder sehen die nie, wie knapp die Kämpfe sind. Oder ab und zu verlieren sie ja und dann greifen sie es mal länger nicht an. Und dann versuchen sie es wieder. Und dann sind die Kämpfe, das seht ihr ja gleich, noch knapper. Und sie greifen dann immer noch alles. Das ist irgendwie verrückt, ich verstehe es nicht. Ja, die Conspirators machen ja ein bisschen Wogen um, seitdem sie eins auf dem Dach bekommen haben. Ja, wobei die eigentlich relativ sicher sind. Also wir sehen da waren ja letztens ja nur 18 angemeldet, deswegen haben sie verloren. Weil sie sind ja 22, 23 angemeldet. Ja. Den Dark Archer sehen wir oft nicht, aber bei denen ist mehr, also während die wirklich übel sind für uns, ja, die drei Jungs, ist bei den Conspirators ist es mehr random, ja, weil die nicht diese Crit-Power haben wie diese Magier. Und das ist der letzte sozusagen normale Char, bei dem wir auch ein bisschen was machen können. Und die anderen, wenn wir da nicht drankommen, dann kriegen die gar nichts ab und schießen sich durch die Gilde durch. Da ist jetzt Del schon. Die verträgt auch wirklich ordentlich was. Sau weg. Fetter Kundi hier. 395. Das ist schon übel, bis man halt, ja, wie man lange an diesen Chars rumknabbert hier. 395, 360. Winrate. Ja, es ist wirklich Winrate. Schau, das ist so unfair. Jetzt kommt Shanks. Oh Mann. Da musste mal ein Rage raus. Ja, sehr gut. Dämonenjäger auf den stehen. Aber schade, das ist so fies. Flupp, weg. Flupp. Oh, der hat sogar einen. Flupp, weg. Das ist so gemein. Flupp. Ja, wenigstens einen ausgeteilt. Das macht genau den Unterschied für mich. Und letztes Mal ist einer von uns total ausgerastet. Das war Unique. Der ist so richtig ausgerastet. Rebell, na, der hält ein bisschen was aus. Ist halt auch so, wir brauchen mehr hohe Kampfmagier. Also genau, der ist gegen Magier immer so geil. Ich stehe so auf Unique. Schau mal, was der macht. Das ist so geil. Dabei war der noch nicht mal angemeldet. Der Lappen. Ja, wenn der Berserker einmal zulegt, dann aber... Ja, was wir hier noch für eine fette Liste haben. Ja, und wir verlieren den Scheißkampf. Was ist das für eine Scheiße? Was auch? Da muss ich...
muss ich immer bei Berserker muss ich immer an Dreams. Was für, für eine Welt, wo du Berserker gespielt hast? S41, ja. Bei Jan. Einfach mal Jan zum Glück zu Lululu. Ja, ja, den habe ich noch. Fast ohne Schaden zu. Wow. Ja, ja. 13 Mal. Bup, bup, bup. Das ist der so ist echt okay. Wie lang ist der schon halbes Leben hier, also? So, und dann geht der Kampf so knapp aus. Das ist eine Scheiße. Das haben sie nicht verdient, Monster, in dem Fall, ja. Ja, und, der Vorteil ist ja, die kommen so viel, ich weiß auch, hat er nicht dem Gildenportal. 3 Millionen, ne? Das ist heftig. Ja, ja. Die haben der auf das Gildenportal ja noch nicht fertig, der Monster, so viel ich weiß. Haben sie nicht? Achso, ich die stehen bei 43% schon seit Ewigkeiten. Heißt, die werden wir da auch bald überholen sogar, weil wir sind abgenommen und 40 dran. Ja, ich muss dich enttäuschen, ich bin ja im April bei Chavas. Da geht dann gar nichts mehr bei uns. Warum bin ich dran mit der Rotation? Das kommt immer drauf an. Also das ist ja so, dass auch genug Bewerber braucht von drüben. Und ich glaube, jetzt ist zum ersten Mal wieder so, dass wir wahrscheinlich Zufallsgenerator bemühen müssen. Oh. Da ist wieder Glücksal, aber ich, wie gesagt, ich gehe freiwillig rüber. Und dann. Ja, ich habe mich ja auch gewählt für freiwillig. Ja. Ja, Gott sei Dank ein paar, weil sonst wäre es echt schwierig und das ist auch wirklich wichtig, gerade wenn bei Chavas das so ein bisschen mau ist, dann ist echt wichtig, dass da gute Spieler wieder zu uns rüber können und ja, auch gute Mundfilter. Jetzt schaue ich mal kurz an, wie das hier ausschaut. Und das ist ja auch wichtig für ihr Gildenportal, wenn da größer rübergehen, dass da das auch hochgezogen wird. Auch, genau, dass der Unterschied nicht mehr so groß ist, genau. Was haben sie hier? 43er, genau. Ich glaube, ich würde sogar warten, also wenn ich jetzt irgendwann mal bei Gipfelstürmer bin, glaube ich, dass ich da mal ein paar mehr Dungeons gleichzeitig legen werde, weil 40% schmeckt halt besser als 22% mehr Dungeons. Ja, vor allem die Steine auch. Also du musst einfach dann einfach mal, wenn du da anfängst, wenn du da noch 3 Wochen hast, hast du einfach ganz andere Steinsituationen und dann noch das Gildenportal und dann geht's so richtig ab. Ja? Dann vielleicht noch ein richtiges Event abwarten, dann ist richtig cool, ja. Ja, mein bester schwarzer Stein ist 209. Ja. Das ist nicht viel, also mit 10er Mine, oder wie? Ja. Also ich hab hier mein bester Stein, auch 10er Mine ist, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Glaub. Boah, ich habe auch schon ewig keinen mehr gefunden. Das sind manchmal eine Rarität tatsächlich, die schwarzen Steine. Aber stand aktuell 309 ist mein bester. Und das ist halt so unfair. Schau mal an den armen Löwenscherz an. Der hat Steine hier bei Chavas, weil der ist ja noch nie bei uns drüben gewesen oder zumindest nicht lange. Und sein bester Stein ist 308 und der ist halt 349, der Kerl, und hat eine, ich weiß nicht, ob es 16 oder 17er Mine. Der kommt ja dann eh jetzt dann. Nee, nicht Mine, sondern 16 oder 17er Festung. Der hat, rotiert der noch im April zu uns rüber, oder? Das weiß ich eben nicht, und weil das ist ja unser einziger Offi hier drüben. Ach so, das ist der, ja. Und das ist halt. Aber andererseits müssen wir das auch, weil letztendlich brauchen wir den Kerl. So. Kannst du kein Zilenisch? Ja, da sind wir dann wieder bei Wingilde, ja, bei dem Thema angelangt. So. Ich bin mittlerweile für Gipfelsprinter. Du knabberst halt sehr lange an der Festung, um da endlich meinen schwarzen Stein rauszukriegen. Das ist einfach unglaublich. So, wenn ich jetzt auf meinen Main-Server gucke, ne, da kriege ich zu 95% eigentlich nur schwarze Steine. Ja, ist bei uns auch so, S5 bei mir. Und da hat man lange Zeit auch die 1000 Ritterhallenpunkte. Jetzt sind wir wieder ein bisschen gefahren, weil wir eben neue aktive Mitglieder rekrutiert haben. Ja, und die Ritterhalle von den Original-Java-Spielern, die sind ja relativ gut. Also auf die würde ich auch ungern verzichten. Das ist so eine Geschichte. Ja. Aber andererseits hat er jetzt wieder angefangen, diesen völlig sinnlosen Raid zu starten. Ja, sehr nervig. Ich sag's dir, das ist unfassbar. Es ist total nervig. Und jetzt muss man zeitlich dagegen arbeiten, dass der überhaupt nicht mal eine Minute Zeit hat, dazwischen zu grätschen. Der ist super nervig, der Kerl. Chavas Logi. Wir starten nicht. Ja, ihr habt euch nicht gemeldet.
Ja, das ist doch gut, das war diese ersten 24 Stunden. Wir kommen alle rüber und so, kriegen wir gleich geschimpft über den Gildenchat. Seitdem haben die nie wieder was geschrieben, aber erstmal anmeckern, gell? Also nicht, das war gar nicht der Gildenchat, das war so eine offizielle Gildenmail, ne? So. Anmelden. So, ja, wir haben 24 Stunden Sperre, du Vollpfosten! Und das habe ich ihm dreimal erklären müssen, bis er dann gesagt hat, ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, super. Ja, ist das Spiel heute noch neu, er spielt es noch nicht so lange wahrscheinlich. Ja, komisch, ich verstehe es eh nicht. Also das ist auch so eine komische Geschichte, weil wie lange ist denn der jetzt schon auf dem Server? Weißt du? Ja, ja, wenn er nie Gildenwechsel gemacht hat, kennt er das wahrscheinlich nicht. Ja? Ja, das auch nicht, aber... Ich meine, der ist jetzt Non-Pilzer, 378, das ist ja schon fett. Aber warum hat der keine Steine? Da muss man überlegen, das ist ja auch ein deutsches Spiel, ne? Und ob das wohl in Chile da so verbreitet ist, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder allgemein Europa, ist halt so die Frage, ne? Wenn das jetzt in Chile da nicht so verbreitet ist, werden die auch nicht die Ahnung haben, ohne da jetzt jemanden irgendwie zu beleidigen, wie ein... Polterra oder nee, sonst das ist schon wer. Klar. Aber du kriegst doch irgendwann mit, dass du, wenn du die Mine steigerst, dass du dann bessere Steine bekommst. Und wenn du da schon so lange spielst, dann musst du ja deine Mine schon längst über 20 plus haben. Das Lustige ist ja, Chile ist SF ist eins der bekanntesten Spiele in Chile. Das sieht man an diesen unzähligen Servern, die dort existieren. Ja. Es sind nicht nur einer, es sind zwei. Das ist wohl also wahr, unterschätzt mal die Chile nicht, weil es war so bekannt und erfolgreich, das Spiel, dass sie gar nicht noch einen zweiten Server geschaltet haben. Ja, ja, aber wir rätseln ja immer noch, wie alt der Server ist. Ja? Vielleicht findet man ja irgendwo einen Spieler, wo ein Datum drin ist. Oder in der Beschreibung. Oder Farcard mal K.O. Dann recherchieren wir jetzt mal hier live im Video. Oder frag K.O. Dream. Der freut sich sicher, dich zu lesen. Ja, von mir garantiert. Ja. Wird erstmal ins Spam-Ordner geschoben. Ja. Aber zumindest war das mal eine vernünftige Idee. Aber ich weiß gar nicht, was diese ganzen Zahlen sind. Speedy. was will er mir sagen? Das ist der Code. Da steht drin, Dream ist eine... Potsau. Ja, die ersten Zahlen kann ich noch deuten. Gut, also. Jetzt steht hier einer 17.04.2016, aber er ist halt hundertprozentig Tscheche. Das heißt, das ist ein Chile-Aufholer. Ja? Das sind ganz selten die Originalspieler, die von Anfang an. Dann steht da der Ort 1.1.2019. Also hier ist einer mit 2013. Siehst du, genau. Und das, sowas haben wir nämlich gefunden. Ich sag's immer wieder, dass das Ding wahrscheinlich 7 Jahre alt ist. Und immer wieder sagt mir, das kann nicht sein. Aber es ist wahrscheinlich wirklich so. Das ist so krass. Es kann doch nicht, also keine neuen 10 Jahre oder so sein. Nee, das nicht. Aber 7 Jahre ist doch krass genug. Und vor 7 Jahren gab's die Festung noch gar nicht. Das heißt, ich verstehe nicht, warum die so schlechte Steine haben bei dem Server. Check's nicht. Was machen die? Die Festung muss auch, also der Server muss älter wie die Festung sein, einfach aus Dingen, weil es so viele Spieler gibt, die keine Steine und nichts haben. Ja, das auch, genau. Ja. Also es ist jetzt nicht nur so, dass irgendwie ja. ein paar Prozent keine haben, es ist ja der Großteil, der keine Steine hat. Ja. Und es ist von Chance, die 100 oder höher sind, heißt, es muss schon ein sehr alter Server sein, er muss natürlich nicht so alt sein, logischerweise, weil der Chile 1 und ich glaube nicht, dass Chile 2 gleich nach Chile 1 gekommen ist, weil das so ein Erfolg war. Oh. Nicht, dass er noch einen Monat gleich der zweite Chile-Server gekommen ist. Das denke ich jetzt mal eher nicht. Start 8.11. Ja. Der Parana-Spezi, der ist auch ziemlich krass unterwegs, das sage ich euch. Das ist auch. Der hat ja auch, glaube ich, mehrere Chancen. Ja, ja, und ich glaube, wenn der jetzt mal so 5-6 Jahre auf dem Server ist, dann hat der Dream, glaube ich, nicht mehr gut lachen. Also das sind so... Das ist ein Ausdauerspieler. Ja, und vor allem spielt er eine geile Klasse. Also er spielt einfach die geilere Klasse. Ja. Und du musst aufpassen, sei froh, dass du nicht... wie heißt das? Scratchy. Ja.
Enkel Arnas, der wird dir wieder davon leveln. Ja. Der spielt ja immer noch extrem krass, aber auch auf der ehemaligen S7-Gilde, also von den Kindern. Genau, und ich bin mit ihm auch, ich weiß gar nicht, in welcher. Ich glaube, nee, ist nicht, sondern RTL ist der, glaube ich, mit mir. Pass auf. Der hat auch so einen Grundschau, ja. Genau. Glaube, ich hab's entschlüsselt. Okay. Jetzt bei Speedy. Zweite Reihe, diese 100-25.12. Das ist wahrscheinlich Level 100, hat er am 25.12.2016. Level 150 am 11.02.2017. 200 hat er am 4.04.2017. Ja. 150, ja. 22.06.2017 und so weiter dann. Aber das ist doch krass, ja, oder? Ich meine, was hat denn der gemacht die ganze Zeit? Wir haben die schon motiviert. Also abgesehen davon, dass er natürlich tränkemäßig jetzt nicht ideal belegt ist, aber ich nehme an, dass die alle schon wieder angefangen haben, ihre 320 Alu zu spielen. Da ging es auf jeden Fall, der Dark Archer. Ja, ja, klar. Der hat ja auch mal ganz seltsame Trinkgetränke gehabt, eine Zeit lang. Also. Hat er ja immer noch. Ich meine. Nee, aktuell nicht. Also. Ja, willst du mich verarschen oder was? Oder fällt dir nichts auf an dem Kundi? Du, Markus, du. Ich meine, als klar, als Non-Pilzer hast du nicht so viel Ahnung von dem Spiel. Ach so, er hat einen Sinn dran. Krass. Er möchte halt schlauer Kundi sein. Ja, genau. Speedy hat sogar einen Link in der Beschreibung. Speedy hat einen Link? Ja, schicke mal im Chat. Okay. Hauptsache erstmal Goldraum, ne, und Full Leggy. Ja, aber es reicht halt. Das ist für mich als Lacrima, wenn mich das so fertig machen. Ich meine, er wollte halt einfach ganz klar auf so einem alten Server Rang 1 spielen, locker. Ja. Das war sein Plan. Und das war der einzige Server, auf dem es noch ging. Und dann kamen wir ein knappes Jahr oder so später. Und dann hat er sogar seine deutsche Gilde gehabt. Also ideal für ihn. Also da haben sich die Lambos so richtig von ihm instrumentalisieren lassen. Der nutzt die Situation sozusagen aus. Die haben auch was davon, weil ohne den hätten sie sowieso keine Chance gegen The Monster. Gegen uns, haha. Gegen letztens uns, haben auch, ohne ja, letztens, Lacrima auch nicht. Ja, ja, letztens haben sie auch nur mit Lacrima gewonnen. Wo sind sie mal angegriffen? Ja, aber no offense, also das ist halt so. Es ist halt für mich keine Aufholjagd, deswegen haben sich auch die Projekte da getrennt, aber ist ja alles legitim. Man kann es ja machen, wie man will. Man muss nicht drüber reden. Entschuldigung, ja. Die überholen wir schon. Ich genau, habe viel Zeit. Wenn es noch 10 Jahre dauert. Wenn es das Spiel nicht mehr gibt, ich rechne es weiter. Man so muss einfach es. Nur länger spielen als die anderen. Dann. Ja, genau. Keiner weiß, mehr da. Außer in SOF. Ja, dann biete ich mir den Server von Flyer, weißt du? Hier habt ihr jeden Monat 500 Euro, dafür kann ich Titel 2 weiterspielen. Sehr geil. Da findest du sogar vielleicht noch einen, der dir auch noch einen Zehner dafür zahlt, dass er auch noch mitspielen darf. Nein, dann muss aber bei mir in der Gilde spielen, weil sonst könnte er Konkurrent sein. Also, ja. Es war für mich immer schon ein Gildenspiel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen, das ist kurios, ist glaube ich zum ersten Mal, dass ich nach so einer langen Zeit wirklich so gut dabei bin, weil ich nach einer gewissen Zeit einfach die Chars nicht vernachlässigt, aber halt total normal. Das ging ja früher auch gar nicht anders. War ja nur Leveln und bla bla bla. Ja. Hat mich die Ehrenhalle sowieso nicht interessiert. Oft habe ich mich da weit aus dem überhaupt sichtbaren Bereich so ungefähr fallen lassen. Dass und keine tollen Nachrichten bekommen, wie kann ich Eck haben oder so. Nee. Nicht. Nee. Sonst schau dir mal den Screenshot an. Vielleicht findest du da ja irgendwie was. Irgendwie bin ich da ratlos. Das ist bei Speedy im Profil ganz unten. Und was kommt da raus? Ein Screenshot. Einfach nur ein Screenshot, oder? Okay. Also auch aus dem Spiel hier, ne? Ja, genau. Also nicht die Nacktbilder seiner Mama, sondern. ich will nicht Premium. Ist meine Zeit schon abgelaufen für den Screenshot? Jetzt muss ich einen Screenshot von dem Screenshot machen, oder? Alter, was ist das für eine nervige App, die dir da.
Ihre Nutzungsdauer ist übertreten. Bitte werfen Sie 5 Euro ein. Geh nicht, so schnell bin ich nicht. Ich muss das mal screenen. Also da war ja auf jeden Fall Level 322. Das ist auf jeden Fall noch das alte Game. Also das alte Design. Zu spät. Schaffe ich das? Das will ich jetzt nicht schaffen. Pass auf. Also damit die Leute sehen, was hier gerade passiert, ist mich das. Ja, der nervt nämlich ganz tierisch, der Link. Wenn man den jetzt erneuert, lupf, dann macht er kurz so blip. Und in dieser Zeit, wenn ich da wirklich ganz... Schaffe ich nicht. Ich habe mich, glaube ich, sogar verklickt gerade. Norbert hat das gemacht. Ha, ich habe es geschafft. Aber dann ist er noch nach unten auch noch. Ja. Auf jeden Fall ist es das alte Design, ja, das ist schon mal klar. Ja. Das heißt, er hat da irgendjemanden geschlagen, wo er es richtig geil fand, dass er ihn geschlagen hat. Und das gescreenshottet hat. Und das gescreenshottet. So, jetzt habe ich den Screenshot forever. Es gibt ja auch, also bei Ingo ist nicht ganz so nervig. Ja. Da kann man das auch länger anschauen. Darum ging es genau. Den 392er wollte er unbedingt mal schlagen. Aber ja, und das mit dem alten Design, also da ist von 322 diese 100 Level, die er da gespielt hat, das sind jetzt nicht so die krasse Leistung. Also wahrscheinlich, als der Spieler aufgehört hat, ist ihm die Motivation flöten gegangen. Jetzt schauen wir mal, ob gibt es denn überhaupt noch den Bug in Game Gum. Was ist jetzt? Miep, 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 miep. Wo war der geschrieben, oder? Ja, natürlich verschrieben, oder? Nee, Bug in Gum. Stimmt, also es sei denn, man schreibt den mit L wieder oder so. Gibt's ja so. Da bin ich das letzte Mal so draufgefallen, reingefallen. Nee, den gibt's nicht. Nee. Nee, es ist schon I. Nee, der hat sich gelöscht. Also deswegen hat Speedy seine Motivation verloren. Sein Erzfeind hat sich gelöscht, da. Jetzt hat er neue Erzfeinde. Hat er nur zu spät gejackt. Naja, noch. Noch ist schwierig für mich, sag ich mal. Obwohl, er hat einen interessanten Drang drin. Kann mal, ja mal. Wuhu! Nein! Ich muss den jetzt einmal schlagen und dann auch screenen. So schaut's nämlich aus. Das ist jetzt mein persönlicher Dungeon für heute Abend. Und dann ihm schicken. Ja, da ist er. Zuck. Und was aber echt schade ist, also ich verstehe nicht, wie man das Game so programmieren kann. Wenn man es selbst spielt, würde man es so nie spielen. Man sieht doch nichts, ja? Was soll dieses Überstrahlen nach links und rechts, ja? Also, die Stats sind kaum mehr zu erkennen, irgendwie so. Das Leben ist kaum mehr zu erkennen, also. Das kann man doch nicht. Ist sowieso doch ein bisschen verbuggt. Was? Shakes and Fidget und verbuggt? Nee. Es ist ein top professionell programmiertes Game. Ohne Fehl und Tadel. Blub, genau. Also muss ich das jetzt mal praktisch in meinen Char einbauen, oder? Und dann mal schauen, ob ich irgendwann mal Post bekomme von ihm. Lösch das! Oh, wir haben ja, also früher gab es wirklich so ganz krasse Sachen. Also da, wenn du da irgendwas gepostet hast, da gab es wirklich Leute, die haben sich so aufgeregt. Ich glaube, die Ehrung von Ego ist lang genug gewesen. Gibt ja auch Leute, die froh sind, dass er weg ist. Also, ich gehöre da nicht dazu. Ja. Also, nicht, dass ihr denkt, ich bin das hier, bin ja scheinheilig unterwegs. Jeder Topspieler, um jeden Topspieler ist es schade bei dem Game. Aber man kann es jetzt auch übertreiben. Also, es war ja jetzt auch nicht unbedingt mein bester Kumpel. Oder mein Kumpel. Er war dein allerbester Kumpel. Genau. Ja. Abgesehen davon hat er 5-6 Jahre in meinem Leben wirklich keine Rolle gespielt. Genau. Ja, jetzt habe ich Speedy verewigt. Das wäre jetzt auch eine Aufgabe, sozusagen alle mal zu schlagen, ja, die da über mir sind. Und das ist ja eher leicht hier, grundsätzlich. Aber wenn die so komische Tränke drin haben, dann ist es halt auch sehr leicht. Ja. Das ist ja fast zu leicht. Ominöse 1440 Alu-Spieler, meinst du? Ja. Ist weg. Das, ja, das wäre jetzt praktisch schon ein Speedy-Projekt, aber ich stehe auf sowas gar nicht. Ich will auch die Leute auch gar nicht provozieren. Aber gut, ich weiß auch gar nicht, ob sie es provoziert. So, die Dinger hier jetzt praktisch zu verewigen. Könnte man machen. Ne? Oh, Dream, du wirst schon die Eins werden. Ist aber eher kindisch. Aber man darf ja aber Kind sein. Die Eins. Nee, also ich glaube schon, wenn Lacrima das durchzieht, wobei er hat natürlich schon ein Problem mit Kriegern grundsätzlich. Guter Krieger.
Krieger sind nette, nette Genossen, vor allem im Late Game. Ja, ja. Gibt nichts Schönes, wenn man, auf nette Krieger trifft mit 1 Milliarde Lebenspunkte oder so. Ja, aber wie gesagt, also unsere Kampfmagier, also vor allem, also well, unterschätzt mir die Welt nicht, ja, die zieht halt wieder gnadenlos durch, ja. Die sagt ja, die ist ja auch, ja? Die ist ja auch Pilzerin, ja, ja. Also. Ich nix Pilzer. Und wenn die in 20 Jahren da oben steht, das ist ja scheißegal. So. Ja. Ich habe ja nur 10 Jahre versprochen, also das heißt, ja. Sie muss ja nur 11 Jahre durchhalten, sozusagen. 11 gefällt ihr eh viel besser als 10. Genau, aber nur unter der Bedingung, dass ich immer noch einen ähnlich computerlastigen Job habe. Ja. Wenn ich dann, sage ich mal, Reiseleiter bin auf Weltreisen auf anderen Planeten, dann hat sich Shakes and Flint für mich erledigt. Und sie hat gesagt, okay, das ist cool für sie. Das ist in Ordnung. Aber bis dahin. Du hast dir was eingebrockt. Ja, ja. Die besteht weiter drauf. Wie sagst du denn? Ich weiß, ja, das weiß ich. Also ich halte mich auch an diese Dinge. Deswegen habe ich bei manchen Servern absichtlich nie was versprochen, weil ich sowas echt halte. Und, ja, deswegen Ja. Auf Thiele könnt ihr euch auf mich verlassen, sozusagen, ja. Ja, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich fange nicht auf S15 an bei ihr. Hätte sich zwar sehr gefreut, aber ich konnte nicht gewährleisten, dass ich 320 Alu spiele. Mhm. Und ich mag kein 100 Alu Chars. Wenn du ein 320 Alu Spieler bist, dann ist 100 ja, so. Ja. Und vor allem, also auf S15 hast du auch die Gerüchte, also als Non-Pilzer, da gibt es sehr wenig Pilze, die man so findet. Deswegen schafft man die 320 Alu nicht, gell? Ah, da habe ich halt hier auf Chile schon mehr Glück. Ja, genau, so schaut's aus. Ja, weil halt, klar, die Chilenen, die Armen, ja, ein bisschen unterstützt vom Player. Jo. Es ist interessant, es gibt noch einen anderen YouTuber, der hat Chile versucht aufzuholen. Ja, er hat immerhin 4 Abonnenten und ist Level 307, Platz 166. Bildet der noch? Er hat auf jeden Fall Top-Tränke drin. 20er Mount, 91er SA. 20er Mount, Was hast du jetzt gesagt? Welcher Rang ist er? 166. Ah, Mann, ist das der ist Alex, oder was? Ja. Der hat leider, der war ja bei uns und hat aufgehört. Was ist so? Ja, hat auf jeden Fall 4 Abonnenten. World of Browser Games. Ja, total schade. Der hat auch auf S15... Der hat dann noch gesagt, oh, ich habe ihn motiviert, Videos zu machen. Er hat jetzt wieder total Bock. Und wupp, ja, war er weg. Wie es meistens ist. Oft, ja. Also insofern macht es immer noch Sinn. Ich sag's euch jetzt, wer dieses Video hört. Ich habe mal gesagt, auf Chile, es macht immer noch Sinn, immer noch anzufangen. Ja? Wir werden auch wirklich, ich werde es nochmal wirklich featuren. Und auch deswegen habe ich mir noch überlegt, wir brauchen unsere eigene Wingilde, weil ich möchte einfach auch dort mit vernünftigen Ausbauten Leuten ermöglichen, dass sie ihre Projekte dann auch mal da durchspielen können. Also, dass sie einfach mal einen Chart testen oder weiß ich was. Und weil langfristig werden wir wahrscheinlich kein Problem mit der Ritterhalle haben. Das ist jetzt kurzfristig bei den Aufholern, die jetzt gerade ein paar Monate spielen oder so, ist natürlich noch nicht viel los. Aber langfristig machen wir da keine großen Sorgen, dass da zumindest vernünftige Ritterhallenmöglichkeiten dastehen. Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz lustig, auch attraktiv, dass man weiß, oh, bei Chile kann man immer mal was testen. Ja. Solange wir nicht voll sind. Aber wenn wir voll sind, machen wir die dritte Gilde. Ist mir völlig egal. Ja. Bin da gnadenlos. Und halt eben Non-Pilze sind auch willkommen. Die dürfen auch rotieren. Im Mai halt nicht. Ab Mai geht's los. Ja. Mai und Juni werden unsere Versuche sein, mal zu gucken, wie gut die anderen Gilden wirklich sind. Ja. Das werden wir nochmal schauen. Was? Welcher Gilde ist da? Check ich nicht. Ist da Extreme X? Mario ist gar nicht mehr auf Chile. Der ist gesperrt worden. Wenn du den meinst. Jetzt sollst du sonst nein. Der Meister. Wie fandet ihr eigentlich den Speed-Server damals? Wo alles ich hab so da nicht gespielt. Ging. Ich hab da nicht gespielt. Damals, wo Schilling noch da war.
Ach so, wo Extrem ist, jetzt verstehe ich genau. Ja. Der ist gebannt. War halt Abwechslung. Und er ist gebannt worden und das finde ich sehr schade. Und Flo hat auch gesagt, er sieht nicht die große Chance, dass ich diesen Namen wieder bekomme, weil er sollte ja für uns die Raids hochspielen in der Wing-Gilde. Ja, also Bedingung war, er wollte auch dann Gildenleiter werden. Aber ich sage, kein Problem, wenn du wieder spielst. Denn, Aber es hat leider nicht wirklich sollen sein, ne? Wie meinst du jetzt? Ja, Mario, weil so. Gipfelsturm, den fand ich witzig, den Namen, ja. Der war dem Gipfelstürmer noch ähnlich, ne? Ein Sturm oder Stürmer? Das konnte man noch schön unterscheiden, ne? Ja, das musst du ihn selbst fragen, aber der ist jetzt gerade aus der Community sozusagen wieder raus. Ja. Wieso wundert mich das jetzt nicht sonderlich? Ja. Also gut, ich habe ihn aus dem Discord rausgeschmissen, ja. Das wundert mich auch nicht sonderlich. Und ich mag den Kerl nach wie vor, aber ich merke, er tut mir nicht gut. Das ist, der war ja, mir, glaube ich, in den letzten 10 Monaten war er mir, glaube ich, 4 oder 5 Mal beleidigt und hat nicht mehr mit mir geschrieben. Und jetzt habe ich nicht mehr gewollt. Ich habe eher so das Gefühl, er tut sich selbst nicht gut. Ja, das ist ja das Problem. Also ich habe ja auch wirklich viel mit ihm drüber gesprochen und es ist aber der Prozess setzt nicht ein. Und dann irgendwann merke ich, okay, jetzt geht es so Richtung Energievampir. Das heißt, meine Zeit und meine Energie wird hier völlig weggesaugt und da mag ich dann nicht mehr. Ja. Für dein inneres Cheat-Dream. Nö. Ja, nee, also auch gar nicht, nee, ich bin ihm wirklich, bin ihm auch gar nicht böse, aber es ist einfach konsequent, aber merkst, der tut auch, der hat dem ganzen Projekt ja auch da nicht mehr gut getan, das muss man auch sagen, ja. Also, wenn er jetzt im Stream hier gewesen wäre und er hätte was getrunken, das weiß ja auch die ganze Szene, dass der da lustig ist, ja, dann hast du halt einen kaputten Stream. Eher anstrengend, schon lustig. Ja, bisschen, ja. Ja, aber er hat ein wunderbares, also um das auch zu sagen, ein wunderbares, positives, tolles Potenzial und du kannst mit ihm eine wahnsinnig geile Zeit haben, ja, und das habe ich auch gehabt. Es hat auch super Spaß gemacht, also von daher, ja. Und diesen Mario, ja, den feiere ich. Den anderen, den er da leider jetzt immer häufiger gezeigt hat, der bringt halt nichts. Ja, das Problem ist, wenn man dann so hört, so seine Zielsetzung in SF war, also wie Dings gepennt, wie 50 und so, er wird nie ein P1-Spieler sein mit so einer Einstellung, nie. Ja. Ja, das könnte er sogar. Also das ist, sag mal so, wenn du jetzt das Geld hast, dann lädst halt 1 Million Pilze drauf. Das interessiert auch die Leute, das finden sie auch witzig, das zu sehen und wow, ja, aber wie wenn krass du, ist das. Dann musst du aber wirklich an diesen Details, du musst dann auch wirklich dein Leben diesem Spiel, so wie der Strider, du musst es diesem Scheißspiel wirklich widmen, ja. So ist es halt. Und dazu ist er nie bereit. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist kein Qualitätskriterium eines Menschen, sich so in so ein Spiel reinzuknien. Aber ja, das schließt es halt aus. Und das macht natürlich auch die Investition von 1 Million Pilzen total sinnlos. Ja? Das ist das Problem. Du wirst jetzt 1 Million Pilze Dings geben, da würde ich sagen, okay, P1 ist gebucht. Ja, würde ich auch sagen. Genau, es ist so relativ sicher. Ja. Oder Acclimator oder solche Leute. Ne? Oder ja. Strider. Oder Strider, genau. Ja, bei dir bin ich schon wieder ein bisschen besorgt. Bei mir? Ja, dass du mal wieder irgendwas schnell vergisst, im einfach das Gefecht so. Ach, das ist, ja gut, es gibt noch eine Zeit nach dem Start, ja? So, also ich glaube, so diesen ersten 2 Monate, da bin ich voll top motiviert und hau euch rein und mach alles, und dann muss aber auch irgendwie laufen. Ja, dann darf das nicht meinen gesamten Tag bestimmen. Und ja. Ich, also wie kannst du nur so erdreist sein, dir ein Real Life zu wünschen, Alter? So. Ich weiß auch nicht. Player ist, also Shakes and Fidget ist doch Real Life. No. Oh, ich merke gerade, ich bin sehr abhängig heute von dem Video, von dem Stream. Ich habe nämlich vergessen, die Aufnahme zu starten. Das heißt, ich habe nur muss mir den Stream danach runterladen. Verdammte Scheiße. Da muss ich es umschneiden auch noch. Oh, habe ich da Bock drauf. Das sind wir schon wieder so weit.
Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie alt circa dieser Server ist. Ich weiß jetzt ganz genau, wie ungefähr. Circa der Server ist. Also, wir hatten am 28.10.2010 hat ein YouTuber mit 2 Abonnenten in der Gilde Frog Chile einen Gildenkampf gegen die Gold Dragons hochgeladen auf YouTube. Und diese Gilde gibt es tatsächlich auf Chile 2, aber nicht auf Chile 1. Das war jetzt alles 2010. Und damit könnte es sein, dass der auf jeden Fall mindestens am 28.10. schon existiert hat. Also quasi 11 Jahre. Mhm. Alter. 11 Jahre. Warum? Also, sag mal so, also hätten wir da vor 3 Jahren angefangen, so, hätten wir keine Aufholjagd gehabt. So, nach einem Monat Rang 1, hallo? Ist da noch jemand? So krass. Das aber heißt, es sind ja nur Aufholjäger. Ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Nicht wissenschaftlich erwiesen. Ja gut, es ist wie in der normalen Wissenschaft auch. Also da finde ich auch alles sehr dubios und nicht besonders erwiesen. Kann man fundiert als fundiertes Wissen schon anwenden. Ne? Norbert hatte irgendwie den Screenshot, den ich vorher verzweifelt habe, versucht, hat einfach gepostet, aber mir nicht Bescheid gesagt. Das ist halt wieder so Norbert-Style. So, Dream versucht so 20 Minuten lang diesen Screenshot zu safen und er so. Vielleicht merkt das nicht, ist mir egal. Es ist halt schwierig durch YouTube, wenn man SF Game oder Shacks of Fidget Chile eingibt, da durchzuscrollen, wenn überall Dreamscape steht. Ja, also böse Zungen behaupten, den Arena-Manager habe ich nur diesen Punkt da in unserem Gilden-Chat oder am Discord habe ich nur deswegen gemacht, damit mir keiner dazwischen redet. Genau, da gibt es auch nur Dreamscape. Den Arena-Manager sehr, also ich spiele den ja auch, sagen wir schon konsequent. Ich opfer ja nach wie vor fleißig. Ja. Aber ich versuche gerade auf die Toilette zu kommen. Mit dem, also ohne jetzt möglichst viele Boosts zu kaufen. Bin jetzt noch beim 100er-Status. Aber das hört Pilzen. Sich so lustig an, wenn du sagst, wenn du das Game nicht kennst, du springst hier rein und dann sagt einer, ich versuche noch auf die Toilette zu kommen. So. Wie alt sind die Jungs? Was ist da los? Es ist schon witzig, das Spiel. Weil das muss man echt sagen, ich habe das heute innerlich wieder gefeiert. Dass sie einfach diese Reihenfolge, dass sie einfach sagen, okay, Sitzplatz, Popcornstand, da, Parkplatz, Falle, weißt du, so wirklich so. Und dann so streunende Monster. Und das, was am meisten da drückt, ist einfach die Scheißtoilette. Also sie hätten es Klo nennen können, aber wahrscheinlich wollten sie es nicht Klo nennen, weil sie haben ja schon ein Klo. Wobei das damals war mir fast zu sarkastisch, dieses epic schluckende Monster tatsächlich als Klo zu nehmen. Das hätten sie was anderes auch nehmen können. Ja. Ah, du musst es so sehen. Die konnten es nicht Klo nennen, weil na versuchen noch Leute da Epics reinzuwerfen. Ja, genau. Ich werde bei Kotti so, das Klo funktioniert, ich kann da keine Epics reinwerfen. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, aber trotzdem ist also wirklich dann wieder das letzte Ding ist dann die Toilette, also das ist schon heftig. Apropos Kotti, ich habe heute sogar eine Beschwerdemail an Support geschrieben wegen diesem unfassbaren guten Stream heute. Ja, ich glaube, Was heißt Beschwerdemail? War jetzt nicht so, was man unter Beschwerde versteht, mit mehr Verbesserungsvorschläge. Man muss aber aufpassen, weil so Beschwerden und Player sind immer so gefährlich, nicht wenn man da mit Kritik ankommt. Dann ist deine IP gespeichert und dann wird so, umprogrammiert, so Wahrscheinlichkeit auf Epic bei dem Spieler. Null. Bisschen runterradeln, ja, so ein bisschen Dungeon. Wir erhöhen mal die Waffenspanne oder so einfach. Der Gegner ist einfach so ein bisschen so, oder den Durchschnittsschaden. Ja, willkommen bei Player. Ja.
Das ist alles witzige Verschwörungstheorien. Aber ganz ehrlich, wenn man die Zukunft eines Games, was Playa sehr, sehr viel Geld einbringt, sichern möchte, ist ja auch diese Social Media Präsenz ja eigentlich recht wichtig, um da mehr Leute, also mehr Spieler anzuwerben quasi. Und dann da so einen Ahnungslosen hinzusetzen, also nichts gegen den Streamer heute. Wer war denn der Streamer? Irgendeiner, der nichts mit Jackson Fitcher zu tun hat. Das ist natürlich sinnvoll. Hätten Sie mal Dreamscape gefragt. Ja gut, der musste das in Englisch machen. Mein Englisch ist nicht so gut wie mein Deutsch. Ich hätte mich schon durchgewirkt, aber er scheint ja auch eher im Denglisch unterwegs gewesen. Das war viel Denglisch. Ja. Auf einmal hieß es herzlichen Glückwunsch und dann wieder Englisch. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich mache die Biege für heute jetzt. Ich finde es aber gut, weil ich glaube auch, dass wir heute einfach einen kurzen Stream haben. Ja? Ich habe auch nichts zu zeigen, habt ihr gesehen, ein bisschen Glücksrad, da, also es hier läuft schön Festung und so, ein bisschen gequatscht über Shakes and Fidget, weil ich habe davor auch ein relativ langes, anspruchsvolles Gespräch gehabt. Und ich nutze die Gelegenheit und würde mich auch mal ausklinken, weil wir nehmen nämlich schon auch wieder eine Stunde 21 auf. Ja. Jetzt sind sie alle baff. Nein, das kannst du nicht. Ja, ich bin nicht schuld. Ciao. Markus, bis denne. Wir sehen uns in der Ehrenhalle. Ja, ich kämpfe mich weiter nach oben und überhole euch alle mit meiner Non-Pilzer-Power. Alle, auf jeden Fall. Genau, alles und jeden. Ich hab die Zeit auf meiner Seite. Auf Tide 2. Genau, seid dabei. Hauptsache, du überholst Well nicht. Die nimmt es persönlich. Ja, bei mir und bei Well sind die Fronten schon geklärt. Sie hat das Sagen. Ich hab nichts zu melden. Sag ich doch. Nee, aber sie ist eine ganz Liebe. Ja, auf jeden Fall. Wer was anderes behauptet, ist kein ganz Lieber. Ja, dann hau rein. Gute Nacht dir. Nacht dir. Nacht. Guten Nacht. Ja, dann machen wir auch dicht, oder, Leute? Oder habt ihr noch was auf dem Herzen? Was ganz Wichtiges? Also momentan nicht. Momentan nicht. Aber schön, dass ihr dabei seid. Also ich einfach liebe diesen Chile-Geist. Ich mag auch diese Community, die hier entstanden ist, mag ich wirklich sehr gerne. Es sind richtig coole Leute dabei. Auch auf dem Discord macht echt Spaß, ja. Auch so witzige Leute, der ist jetzt heute nicht dabei, aber der schreibt mir gerade parallel, der Alexei, der Chile-Aufholer. Das sind echt richtig dufte Leute, die man hier gefunden hat. Mag ich, das mag ich. So muss das sein, ja. Der Geist des Aufholjagens hat uns alle übermannt, sozusagen. Ja dann, bis demnächst. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, ich gehe jetzt mal Talk 1, wobei ich kann ja auch ganz rausgehen hier, aus dem Talk. Ich bin natürlich mit euch noch mal kurz ein bisschen intim. Also wie gesagt, also wir haben wirklich noch Platz auf Chile 2, kann man noch mitmachen. Der Discord ist wirklich, schreiben nur vernünftige Leute. Ich bin sehr begeistert. Wir haben keinen Gäsekopf dabei. Also damit meine ich jetzt aber keinen Holländer. Also Holländer sind cool, ja. Sondern einfach keine komischen Sachen werden da geschrieben oder so. Es wird auch nicht angesetzt. Einfach alles witzig. Auch unsere Feindschaft gegen Lambo ist auf einer ganz witzigen Ebene. Wir meinen das alles nicht so ernst. Aber wir wollen natürlich auch tatsächlich Erster werden irgendwann, ja. Das hatte ich ja schon abgeschrieben, das habt ihr auch gewusst. Ich habe gesagt, okay, Lambo spielt außerhalb der Konkurrenz, hat man keine Chance gegen die. Mit Lacrima, ohne Lacrima wäre nicht egal gewesen. Und jetzt mit der zweiten Welle, Well hat das so eingeleitet, haben wir richtig gute Leute am Start, haben wir auch dann irgendwann die zweite Gilde gehabt. Ist jetzt eine Kooperationsgilde geworden, aber das schaut ganz gut aus. Ja, viele. Ich bin doch gerade erst dazu gekommen. Also weil ich jetzt, den Stream beende. Ja, aber heute ist ein bisschen viel gewesen für den lieben Dream. Da muss der ein bisschen auf seinen Energiehaushalt achten. Ja. Und besser, man macht es einmal die Woche, als dass man sagt, oh, jetzt lasse ich es ausfallen, weil ich kann jetzt nicht wieder 5 Stunden durchstreamen. Ja. Das war jetzt letztes Mal sowieso eine Ausnahmesituation, weil
der liebe Joso uns seinen No Dungeon Tag geschenkt hat. Also ein geiles Video geworden. Wobei, ja, also da drohen ja noch andere Dinge. Also ich habe tatsächlich auch hier vor, demnächst was zu machen. Aber das werde ich halt eben außerhalb vom Stream machen. Da muss ich richtig Bock haben. Und heute habe ich so, ja, ich habe schon Lust gehabt auf dieses Gespräch, vor allem, weil es mir wichtig ist, dass wir auch im Gespräch bleiben. Und dass halt einmal in die Woche so ein kleines Video entsteht. Aber die Klicklust, die ist was Spezielles. Da muss ich so richtig Bock haben. Ich so, ja! Ja, wobei es natürlich leider eine Grenze gibt, weil ich brauche nur den Märchenturm und dann ist wieder gut. Ja, und dann werden einfach, dann wird noch die Unterwelt freigeschaltet und dann habe ich hier wieder richtig Gold am Start. Hier ist vielleicht spannend, weil ich ja eben schon überall 400 bin, wo die, also diese ganzen Chars, 404, 402, 402, die haben das Problem. Das heißt, am Märchenturm könnte ich noch witzige Experimente machen, ja. Und vielleicht wäre es auch gut, wenn so ein Event wäre mit Gegenstände zerstören. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass ich tatsächlich meine Gegenstände alle vom Begleiter zerhaue. Aber ich habe ja gar keine Begleiter, also ja, es ist halt, ja, ich bin ganz allein mit meinem alter Ego, mit 402, das ist einfach ein bisschen strange. Also die werden auch genug Zeug wahrscheinlich erstmal aufsaugen, kann man erstmal alles ausrüsten. Oder das erste kann man erstmal einfach alles wegschmeißen, ja. Und es ist natürlich die Frage, ob ich mit meinem 400er nicht sogar alleine im Turm recht weit komme. Also auch das wäre ein Experiment wert, ja. Ach, vor allem habe ich Bock auf den Magier mal so richtig von der Kette zu lassen, ja. Das ist schon eine geile Klasse, ja. Weil die so richtig crittet. Das sind so richtig schöne Dinge. Ja, und natürlich macht es auch deswegen, also weil ich kriege ja, obwohl ich Mini Epics bekommen werde bei dieser Aktion, werde ich relativ viele Runen sehen und bei den Runen werde ich dann auch mir dann endlich mal das bestmögliche Zeug hier hintauschen. Ich habe hier einfach noch nicht alles perfekt. Ja? Also hier quest ich mit Erfahrung richtig und ich hoffe mit Gold auch, genau, Gold ist auch richtig. Aber ja, Widerstände sind noch nicht korrekt und Erfahrung könnte ich natürlich jetzt auch einen Zehner finden. Und das hoffe ich, dass ich das ja, mit dem sozusagen persönlichen Epic-Event bei den Dungeons dann zusammenbekomme. Ja? Weil die Runen sind da nicht begrenzt, auch wenn du da ganz geringe Dungeons schlägst, können die Runen ja Max sein. Also da bin ich frohe Hoffnung, dass das funktioniert. Der ist auch gerade wieder so weit, dass ich den hier speeden könnte, aber das ist ja totaler Quatsch. Ja? Also 6 Quadratillionen reichen ja völlig. Na gut, ihr Lieben. Bis dann, die Tage. Spätestens sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Veröffentlichen tue ich das so Sonntag, Montag. Also ich nehme das alles nicht mehr so genau. Heute muss ich mich ein bisschen retten und muss das runterladen von Twitch, was aber auch gut funktioniert. Ja. Deswegen ist aber auch gut, wenn das Video nicht so lang ist. Genau, dann bis demnächst. Und ja, wenn es da wieder heißt, mit Dream durch die Nacht und vor allem mit Norbert, weil Norbert ist immer dabei. Gute Nacht, ne? Schreibt auch sofort. Gute Nacht, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Gibt's nicht. Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hinton und mit Will, mein Star. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so, oh. Vergiss es. Komm, doch, nein, mit der letzten Quest kriege ich den Dungeon-Schlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es. Es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen schwer zu helfen. Gute Nacht.